Ja, servus Leute, herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Runde FIFA 16. Letztes Spiel gegen Köln haben wir ja souverän mit 4-0 gewonnen. Jetzt haben wir eine Nachricht von einem Spieler, einmal Höger. Ich würde gerne öfter spielen, ich brauche mehr Spielzeit als in letzter Zeit. Ich bin froh, dass Sie mir vertrauen. Vielen Dank. Ja, alles klar, Uschi. Und wir simulieren. Das nächste Spiel steht an. Und das nächste Spiel ist gegen Hertha und wir haben schon einen Nationaltrainer-Auftritt von England. Interessant. Ja, ich würde natürlich gerne die EM spielen. Muss ich nochmal warten. Wir haben sich eine Pressekonferenz machen wir natürlich und wir motivieren das Team. Spieler ist auskuriert. Erik Maxim Choupo-Moting ist wieder fit. Beziehungsweise noch angeschlagen, den werde ich dann noch nicht mitnehmen. Und aktuell ist aus Frankreich, aber das ist erstmal egal. Dann haben wir nochmal wieder eine Nachricht bekommen. Wieder vom Spieler Leon Goretzka. Ich habe die geplante Aufstellung für das nächste Spiel gesehen, dass ich auf der Bank sitze. Ich habe in letzter Zeit gut gespielt und ich würde gerne weiterhin eingesetzt werden. Ja, das kann man halt machen, aber halt auch nicht immer. So sieht die Tabelle aus. Dortmund steht oben und zwar mit Abstand, muss man erstmal leider sagen. Mit einem Sieg wären wir auf 2 Punkte wieder ran, aber Dortmund momentan am stärksten. Ja, warum das jetzt wichtig ist, das Spiel. Hertha ist Platz 14. Müssten wir mal gucken. So, die Trikots ändere ich erstmal in Rot. Und würde ich sagen, gehen wir rein. Mal gucken, was uns jetzt für ein Skillspiel erwartet. Gut, das hat schon mal gut geklappt. Ist auch nicht schlecht. Das war auch gut. Das war auch gut. Das war auch gut. Ja, und das war doch auch gut. Ja, 8-3, haben wir es geschafft. Exzellent, in Bronze schon mal geschafft. Und jetzt sind wir auf Schalke. Das nächste Spiel steht an Schalke gegen Berlin. Berlin momentan 8 Punkte. Wir haben 18, 10 Punkte mehr schon auf dem Konto als Berlin. Hier sind die Tabelle. 18 Punkte. Ein Spiel weniger als Dortmund. Trotzdem muss da ein Sieg her, ganz klar. Aufstellung ist bekannt. Und wir sagen, los geht's in die Partie. Berlin gegen Schalke 04. Und da erstmal Geist mit einem Armfehler, aber jetzt erstmal Luke Shaw. Kiyotake. Dann sollte schon der erste Chip kommen. Also wichtiges Spiel für Schalke, um an Dortmund dran zu bleiben. So, und auch Berlin macht jetzt erstmal ruhig hinten rum, den Ball kontrollieren. Nicht zu viel Druck aufkommen lassen. Immer noch weiter hinten rum. Und da ist der erste Fehler, Di Santo.
Aber der kann den Ball nicht richtig. Was soll das denn? Das ist der Passfehler. Und Meier kriegt Platz, Meier. Hünteler 1-0. Sehr schön gespielt. Klaas-Jan Hünteler. Normal da, Meier, dann nimmt den Ball gut an, zieht rein in die Mitte. Hertha anscheinend noch am Pen, bei Hünteler steht keiner und der macht das natürlich dann wirklich ganz ruhig und gelassen. ...1-0... 14 Minuten gespielt, hat sich aber angebahnt. Hertha komplett unkonzentriert, nur den Ball hinten rumhergespielt und dann boah, Geis, Fehler. Jetzt kann Berlin aber auch direkt antworten. Und das machen sie auch mit dem Lattenschuss. Oh, starke Möglichkeit von den Bergen. Von den Berg. Von den Berg. Von den Bergen. Uschida. Keine Anspielstation. Erstmal Seitenwechsel, Luke Shaw. Geis. Kriegt jetzt erstmal Platz. Meier. Hünteler. Schöne Flanke. Di Santo auch mit dem Kopfball und gibt sogar Eckball. Für Schalke. Hier nochmal das Tor, sehr schön durchgespielt. Und Hünteler macht es natürlich par excellence. So, Ecke Geis. Sind weit raus. Und Kiyotake. Aber Thomas Kraft ohne Probleme. Sam. Oh, da muss er nicht hin. Wollte auch eigentlich Uchida anspielen. Oh, hier wieder so ein dicker Fehlpass. Meier. Oh, und Geis war zu schnell. Und Achtung, jetzt ist mal Platz da. Abo Uchida. Sam und jetzt hat Geis den Ball. Meier. Ah, Hünteler, schwacher Pass. Ja, Foul von Kiyotake wird entschieden. Schnell ausgeführt. Und das hat Luke Shaw gesehen. Sehr schön. Ah, toll. Läuft ja nicht weiter. Geis, gut den Ball geholt. Schön auf Kiyotake, kann den Ball mitnehmen. Müssen wir aber stoppen, Shaw. Geis, Meier, Hünteler, Di Santo und Di Santo und Hünteler und 2-0. Und so langsam, wie Schalke das spielt, darf da normalerweise bei Berlin nichts anbrennen. Aber trotzdem wieder, natürlich, in diesem Moment Glück für Di Santo. Kommt er vorbei, lässt sich nicht fallen. Hünteler kommt, läuft wieder mit und diesmal tunnelt er Kraft. Und mit ein bisschen Glück geht er dann auch rein. Und es steht 2-0. Klaas-Jan Hünteler mit seinem zweiten.
Und Achtung, wieder ist es Hünteler. Aber der Chip kommt diesmal nicht durch. Ja, Vorteil läuft. Und kein Problem für Fährmann. Langer Ball und Shaw. Den Ball auf Hünteler zu bringen, aber gut aufgepasst. Und das war's mit der ersten Hälfte. Und die zweite folgt zugleich. So, zweimal Hünteler momentan. Vielleicht macht er noch einen dritten. Zweimal durch Vorlage, einmal Di Santo, einmal Meier. Zweimal war das ziemlich simpel. Und Achtung, wieder Fehler. Di Santo, ah ja, das ist ein Foul. Und ich glaube, dass Di Santo sogar verletzt. Noch nicht. Auf jeden Fall hat mein Controller vibriert, dass es ziemlich hartes Einsteigen war. Und da gibt es auch die gelbe Karte für. Für John Brooks. Gibt's noch Beschwerden. Aber ich glaube, die Beschwerden sind unnötig, wenn man hier guckt, wie Brooks da reingeht, nur in den Mann. Da ist die Gelb berechtigt. Oh, und jetzt mal ein vernünftiger Freistoß. Oh, das war ein nices Ding. Von Sydney Sam war das, glaube ich. Naja, aber diesmal ist Berlin da. Ja, wieder Freistoß hier für Berlin, aber ich finde das ein bisschen übertrieben. Also das war jetzt nicht wirklich ein Freistoß. So, nächstes Spiel fährt er. Ist in Ingolstadt. Schön rüber gespielt, Sam. Die Flanke war gar nicht schlecht, aber kein Problem für Kraft. Ja, und jetzt war Hünteler, rennt natürlich voll durch den Weg. Da muss Hünteler aufpassen, was er macht. Denn der läuft da einfach voll durch die Schussbahn. Ja, Di Santo kann nicht mehr mit der Flanke kommen, aber rechts jetzt Sam. Ah, sind zu viele Berliner. Ja, jetzt kam wieder klares Foul. Muss man sich nichts vormachen. Gibt diesmal auch die Gelb. Für Geis. Ich wechsle jetzt erstmal. Komm, kriegt Platte nochmal eine Chance.
Achtung, Gabor Fährmann. Und Sunny links komplett alleine. Sunny. Spielt direkt Hünteler. Und Hünteler hat auch die Übersicht für Meier und er steht 3-0. Setzt sich hier gut durch. Und dann hat auch Hünteler die Übersicht. Und Meier steht perfekt. Und macht das 3-0 für Schalke. Und vielleicht nochmal Schalke. Berlin jetzt ist voll Offensive. Ja, gibt hier das Foulspiel. Heuberg geht da natürlich klar mit dem Körper rein. Möglichkeit. Ja. Aber anschließend abseits Position von Kalu. Bei diesem Kopfball und das ist korrekt. Und Sunny komplett allein über links. Und Platte macht auch sein Tor. Aber dass da vorne keiner steht. Guck mal, Platte komplett alleine. Die Flanke kommt und dann sieht Thomas Kraft da auch nicht wirklich glücklich bei aus. Also der darf eigentlich nicht reingehen. Aber ich glaube, auch damit hat Thomas Kraft nicht gerechnet, dass er den einfach direkt weiter aufs Tor bringt. Aber auch so mit der Platte jetzt sein erstes Bundesliga-Tor gemacht. Hauptsache, der kommt jetzt nicht irgendwie direkt und sagt, ja, ich bin momentan so gut, ich brauche auf jeden Fall mehr Spielzeit. Ja, jetzt nochmal Berlin, aber kein großes Problem. Hä? Ja, gibt nochmal Eckball. 5 Minuten übrigens Nachspielzeit. Und Sunny. Und nochmal ist es Platte. Unfassbar. Und wieder sieht Thomas Kraft da jetzt nicht, okay, es war ziemlich nah dran. Klar. Aber wieder sieht er da nicht gut aus. Was will man da schon machen?
Ja. Und das war's. 5-0. Ich glaube, damit haben wir das 4-0 getoppt. Wenn er dieses Spiel 6-0 ausgeht, dann ist irgendwann so weit, wo ich auf Weltklasse umstelle. Aber ich würde sagen, Riesenleistung. Zweimal sogar Platte getroffen. Ich hoffe nur nicht, dass der jetzt kommt und will jedes Mal wieder spielen. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Haut rein. Ciao, ciao.